Aroma Vintage Design. Ja, ich schleiche mich gerade ein bisschen hier durch den Park, Wald, wie auch immer, auf dem Weg zu Baraya Lost Papers und sagte mir, ich sag euch einmal Hallo und erzähle euch mal kurz, was wir vorhaben. Wir starten nämlich jetzt mit der One More Vintage Design Woche. Also Hashtag One More Vintage Design Woche. Und aus meinem Design Team machen da alle mit. Und dann kommt jeden zweiten Tag ab morgen ein Video auf den Kanälen. Das wird dann auch in der Infobox nochmal verlinkt. Die anderen Kanäle. Und ja, wir wollen mit euch feiern, dass ich seit 3 Jahren schon digitales Papier herstelle. Ich muss mal gerade gucken, ob ich hier richtig bin. Denn ich möchte zu Britta und nicht irgendwo im Wald sitzen. Ja, und das wollten wir halt mit euch feiern. Und wer Lust hat, kann gerne auf seinem eigenen YouTube-Kanal oder über Facebook oder über Instagram mit dem Hashtag One More Vintage Design Woche Fotos posten, Videos posten von gebastelten Sachen aus meinen Papiersets. Ich würde mich riesig freuen und würde auf jeden Fall auch überall vorbeischauen. Ja, es gibt dann auch noch eine schöne Verlosung. Das erklärt dann aber Britta gleich selber. Ich wollte euch ja nur schon mal das Geheimnis verraten. Ja, dann sag ich Tschüss. Ihr wisst nichts, ich habe nichts verraten. Und gleich kommt Britta. Ich habe euch heute das Verlosungsvideo mitgebracht. Tada! Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben die One More Vintage Design Woche. Und wir feiern, dass Jessie von One More Vintage Design, den Kanal verlinke ich euch in der Infobox, dass Jessie jetzt seit 3 Jahren Digitalpapier herstellt. Und dieses Digitalpapier habe ich hier benutzt. Das werde ich euch gleich zeigen. Und am Ende des Videos erfahrt ihr dann, wie ihr dieses Schatzi hier gewinnen könnt. So, jetzt geht's erstmal los mit dem Flip-Through. Ich hoffe, ihr schaut und versteht mich hier vernünftig. Ich bin nämlich gerade dabei, hier meine Technik ein bisschen umzubauen. So, ich komme mal ein bisschen näher ran hier. Ja, und zwar habe ich hier das Kräuterhexenpapier benutzt. Na, mit Fussel inklusive. Und ihr seht hier so ein bisschen das Bläuliche. Ich habe von Cadence habe ich das Glow, die Glow-Paste benutzt, damit ich hier sag mal, diese Blätter im Dunkeln zum Leuchten bringen kann. Hier gibt es ein bisschen Konturliner. Und ja, hier hinten geht es weiter. Genauso eine Kräuterhexe. Und ja, ich habe es diesmal nicht in grün gehalten, wie man das vielleicht von einer Kräuterhexe erwarten könnte. Ich habe das hier mit Leinenstoff bezogen, schwarze Acrylfarbe benutzt und richtig schön Gilding Wax. Gilding Wax to the max. Ja, ihr seht, ich habe hier auch 2 Signaturen eingebaut. Die Bindung ist offen. Die kann man von draußen betrachten. Und ich finde das einfach, das passt ganz gut zu dem ganzen Journal. Nun wollen wir mal den Blick hineinwerfen. Es ist so, ich habe hier verschiedene Designpapiere von Jessie eingepackt. Unter anderem natürlich das Kräuterhexenpapier, aber ich habe auch alte Schriften benutzt. Ihr könnt das dann alles bei ihr einfach auch nachschauen. Sie hat zu jedem Designpapier, was sie gemacht hat, hat sie ein Video auf ihrem Kanal. Das findet ihr dort. Ihr könnt diese Papiere, die ich euch jetzt zeige, die könnt ihr bei ihr auch natürlich kaufen. Und zwar könnt ihr sie zum Beispiel kaufen, wenn wir wieder Basarwoche oder Basarwochenende haben bei Facebook. Da gibt es den Basar, die Gruppe werde ich euch auch nochmal verlinken an der Stelle. Oder ihr könnt Jessie einfach direkt anschreiben. Natürlich bei Facebook möglich. Ihr könnt ihr natürlich Kommentare unter ihr Video setzen, hier bei YouTube. Und jo, ich verlinke euch den ganzen Kram. Ihr könnt einfach in der Infobox schauen, dann brauche ich hier nicht so lange labern. So. Hier haben wir ein bisschen ein Tag mit einer Kräuterhexe, ein bisschen was zum Schreiben. Hier seht ihr schon, ich habe hier das One More Vintage Design
Logo reingeklebt, weil es einfach dieses Papier ist. Natürlich ist es von mir hergestellt, aber als Design-Team-Member bin ich ja in der glücklichen Lage, diese Designpapiere nutzen zu können und ja, hier vorzustellen. Ich habe hier alles Mögliche reingepackt. Also ich habe hier natürlich auch so ein paar Labels reingepackt und immer mal wieder hier so extra Platz zum Schreiben. Sehr super coole hier diese Pflanzenkarten. Ne? Also die hier. Ihr seht es. Ja, ihr seht es. Ich muss ab und zu mal drauf linsen, dass ihr das auch wirklich seht. Pflanzenkarten. Hier haben wir eine Kräuterhexenküche. Ich merke gerade, ich habe mein Teams nicht leise gestellt. Das ist böse. Das mache ich jetzt mal eben. Weil sonst bekommt ihr hier die ganze lustige Zeit die Pling-Nachrichten so stumm geschaltet. Ja. Hier haben wir ein Tag mit ein bisschen Platz zum Schreiben. Der wohnt hier an der Seite. Ja, und wie ihr natürlich aus dem Namen von Jessys Kanal entnehmen könnt, macht sie total viele coole Vintage-Sachen. Ja, teilweise romantische Sachen, teilweise shabby. Momentan arbeitet sie im Creepy Circus-Thema, beziehungsweise hat das auch schon rausgebracht und arbeitet gerade im Journal. Das darf ich hier an dieser Stelle mal teasern. Ja, und da kann man immer wieder tolle Sachen finden. Ich glaube, für jeden Geschmack ist bei ihr was dabei. Ihr habt da so ein kleines Tütchen. Das ist zum Beispiel auch ein Designpapier drin. So eine Tütchenvorlage, die man direkt so ausschneiden kann. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Und das habe ich jetzt hier einfach hinter so einen Check geklemmt. Ne? So, hier gibt es wieder was zum Aufklappen. Ich habe natürlich hier ein bisschen rumgestempelt an der Stelle. Ich habe hier die Bänder noch lang gelassen. Also das ist ein Journal zum Weitermachen. Ne? Bänder lang gelassen. Das ist hier das Werwolf-Journal, was ich hier, das Werwolf-Papier, was ich hier benutzt habe. Ich habe mich diesmal für so ein Format entschieden. Das ist so ein A5-Querformat. Ja, einfach, weil wir das schon lange nicht mehr hatten. Also dass solche Bücher, und ich benutze immer wirklich alte Bücher dafür, die findet man jetzt nicht so häufig. Und da dachte ich mir, das ist genau das Richtige für so eine Design-Team-Woche. Da kann man dann einfach auch mal ein, sag mal, Sonderformat bringen. Ja, und ich habe es ein bisschen grungy gestaltet. Ich habe Kräuterhexen haben hier Vorrang an der Stelle. Dennoch habe ich natürlich auch andere alte Schriftstücke zum Beispiel mit reingepackt von Jessie. Und ihr findet ausschließlich das Jessie-Design-Team, das Designpapier hier. Und hier sehe ich gerade, hier habe ich noch einen Tunnel, der noch, oder ein Bellyband, der noch keinen Hintergrund hat. Da werde ich mir gleich mal ein kleines Mörkerchen reinlegen. Ist eine Überraschung für denjenigen, der es kriegt. Da kommt noch was rein, ganz klar, dass wir hier nichts, keine Pocket unbestückt lassen und kein Bellyband. Ja, das Rabenjournal, ein bisschen was Gruseliges ist auch drin, aber nur so slightly gruselig. Nichts Extremes. Na, hier noch so eine schöne alte Karte. Ja, hier ist die zweite dazu. Diesen Tag könnt ihr hier auch abmachen, den habe ich nur mit einer Büroklammer dran gepinnt. Und ihr könnt euch hier nach Herzenslust austoben. Ihr seht schon, ich habe hier nicht alles voll ausdekoriert, damit einfach noch ein bisschen Platz ist. Ne? Also es ist natürlich toll, ein ausdekoriertes Journal zu bekommen, was so hundertprozentig voll ist. Nur dann habt ihr das Problem. Das Problem oder die Möglichkeit, dass ihr einfach nur noch drin schreiben dürft, müsst. Und da scheuen sich ja einige. Und das ist ja wirklich so, boah, was für ein tolles Journal, das will ich unbedingt haben. Nee, aber reinschreiben kann ich dann nicht. Auf gar keinen Fall. Also jetzt bekommt ihr hier was ihr weiter dekorieren könnt und ihr müsst nicht reinschreiben. Könnt es natürlich. Ist viel Platz. Ich kann das ja verstehen, wenn ich hier ganz tolle Journals habe und ich habe auch das eine oder andere schon gekauft oder auch geschenkt bekommen. Und auch die, sag mal, die Signaturen vom Design-Team, als wir unsere kleinen Signaturentausch hatten, der eher ein bisschen größer ausgefallen ist als kleiner. Auch dabei, ich habe wirklich Skrupel, in diese Signaturen reinzuschreiben. Die sind so schön und so toll. Andererseits, was gibt es eigentlich Schöneres, so ein tolles Buch für sein eigenes Thema zu benutzen? Ne? Neulich mal überlegt, ich müsste mir irgendwo aufschreiben, welche Bücher ich an wen verliehen habe. Das kann man auch in einem Junk Journal machen. Also es ist nicht immer nur, oh Gott, ich muss Tagebuch führen. Nee,
könnt auch in so einem Buch hier, könntet ihr was über eure Pflanzen reinschreiben, ne? Über euren Garten. Oder vielleicht habt ihr, wie meine Tochter, den grünen Daumen drin. Die hat nämlich, also die hat's richtig drauf. Ihre Zimmerpflanzen sehen so schön aus. Super gepflegt, super toll. Auch sowas kann man hier reinschreiben. Das müssen nicht immer die Gartenpflanzen sein, hier der Kräuterhexe. Es geht einfach um eine Inspiration. Ne? Und auch diese alten Gesichter, die so viel Weisheit einfach mitbringen. Das ist eine Inspiration. Macht da draus, was ihr mögt. Und ich bin super gespannt. Ich bin super gespannt, ob das jemand bekommt, der dann wirklich die Ärmel hochkrempelt und dann weiterarbeitet. Ist nichts zum... Oh, hier sehe ich auch gerade. Nein, hier ist rausgefallen. Das ist nichts zum in Regal stellen und nur angucken. Das darf wirklich benutzt werden. Genau, hier habt ihr auch wieder so ein Kärtchen zum Schreiben. Die Rede hier wie ein Wasserfall. Ja, ist auch das Ding. Ihr könnt mir ja gerade nicht antworten. Ich hoffe allerdings, dass ihr mir in den Kommentaren antwortet. Und das solltet ihr auch tun. Denn sonst könnt ihr dieses Schatz hier nicht gewinnen. Ja, das ist ja schon mal... Die liebe Coco ist ja schon eine Gewinnerin gewesen meines 500 Abonnenten-Specials und hat schon ein Grungy Nature Journal gewonnen. Und ich hoffe auch, Coco, dass du das benutzt. Ich hoffe auch sehr, dass du dieses Video hier schaust und jetzt ein bisschen grinst. Benutzt das ruhig. Es ist was zum Liebhaben und Reinschreiben. Oh, wir sind ja auf der letzten Seite angekommen. Ich habe es hier ein bisschen fröhlich durchgeblättert. Ich muss euch jetzt nicht jedes Papierset hier erklären. Ihr könnt bei Jessie alles sehen, nachgucken. Jetzt kommt hier noch ein Mini-Highlight des kleinen Journals. Ein Mini-Journal. Ein Mini-Highlight-Mini-Journal. Es ist leer, einfach für Notizen. Wie ihr seht, ich habe hier einfach ein bisschen Papierreste verbraucht und ein bisschen grungy zusammengestellt in ein Mini-Halbpflanzenbüchlein, was in der letzten Tasche hier wohnt. So, und ich finde einfach, also hier ist übrigens so ein kleiner Charm dran, ne? Habe ich gerade fast unterschlagen. Ein kleiner Schlüsselcharm, der aussieht wie Eulenaugen. Ja, und ich finde einfach, dass auch dieses Schriftpapier da super gut zupasst. So, jetzt habe ich hier einfach durchgeblättert, euch einen vom Journal erzählt. Ich wünsche mir sehr für dieses Journal, dass es in gute Junk-Journaler-Hände kommt, die daran noch ein bisschen was weiter kreativ, ja, werkeln. Jetzt kommt die Müllabfuhr, wie ihr in dem freundlichen Piepen draußen hört. Ich habe das Fenster noch offen. Es ist zwar schon September. Es ist nachts kalt, aber tagsüber ist es völlig fein. So, jetzt haben wir auch über das Wetter gesprochen. Jetzt kommen wir hier mal zu den ernsten Sachen. Die ernsten Sachen. Wie könnt ihr dieses Buch gewinnen? Dieses Journal mit den zwei Signaturen. Das Journal, was im Dunkeln leuchtet, was als Hauptthema Kräuterhexen hat. Ja, und zwar... Ihr findet die One More Vintage Design Woche, findet ihr bei YouTube, die findet ihr auch bei Facebook. Und hier und da wird es auch Bilder bei Insta geben natürlich. Dieses Schatzi hier gewinnt ihr dann, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr an dem Video von Dani, was am letzten Donnerstag rausgekommen ist, besonders schön, bemerkenswert fandet. Was ist euch bei Danis Video im Gedächtnis geblieben? Das Video von Dani verlinke ich euch natürlich auch in den Kommentaren. Und ihr könnt sicher sein, keiner von uns macht jetzt hier ein 2-Stunden-Video. Es ist schnell geguckt und Dani hat auch ein richtig, richtig tolles Teil gemacht. Echt. Also ihr müsst euch das zwingend angucken, weil sonst seid ihr keine richtigen Junk-Journaler. So, mein Statement. Also, ihr gewinnt das, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was habt ihr an Danis Vorstellung, an Danis Journal toll gefunden? Was hat euch da angesprochen oder was ist euch in Erinnerung geblieben? So, und unter den ganzen Kommentaren, die mir hier was Schönes reinschreiben und auch das Thema einfach treffen, unter diesen Kommentaren lose ich dann aus, wer dieses Journal bekommt. Und wie ich das auslose, das werdet ihr dann an dem Auslosungstag sehen. Dazu sei noch gesagt, wir Design-Team werden nur innerhalb von Deutschland versenden. Die allermeisten tun das. Ich habe mir für mein Journal überlegt, nach Österreich kann ich das auch schicken. Bei Schweiz wäre ich fast hinübergefallen, als ich mir die Preise angeguckt habe und habe gesagt, so, oh, das ist mal echt teuer, nur weil es eigentlich genauso weit ist wie Österreich von mir aus gesehen. Aber nicht in der EU. Ist mal gleich mehr als doppelt so teuer, das tat ein bisschen weh. Dementsprechend habe ich hier meinen Versand
ja, für mich so erweitert, dass ich das nach Deutschland schicke, innerhalb von Deutschland und auch nach Österreich. Das heißt, liebe Österreicher, wenn ihr mitmachen möchtet, tut das herzlich gerne und ihr seid dann einfach mit im Lostopf. Liebe Schweizer, tut mir total leid, dass unsere Post mir dann Strich durch die Rechnung macht. Ja, das ist gefühlt genauso teuer wie nach Übersee. Naja, wahrscheinlich nicht ganz, aber schon heftig. Deswegen, ihr habt die Challenge gesehen. Ist jetzt, glaube ich, machbar. Ne? Und tut auch überhaupt nicht weh, da nächstes Video zu gucken. Das ist nämlich wirklich toll. Ihr bekommt das in der Videobeschreibung verlinkt. Ich freue mich sehr auf eure rege Teilnahme und ich freue mich drauf, wenn dieses Hasi hier in eine gute, tolle Junk-Journal-Familie einzieht oder in einen Haushalt, der das zu schätzen weiß und es benutzt. So, ihr Lieben, dann tummelt euch in der Videobeschreibung und tummelt euch vor allen Dingen in den Kommentaren. Ich freue mich auf euren Beitrag und sage mal, bis demnächst in diesem Kino. Um Gottes Willen, da habe ich doch fast noch die wichtigste Sache vergessen. Sie ist mir glücklicherweise noch ganz schnell eingefallen. Und zwar, bis wann dürft ihr kommentieren? Bis wann funktioniert das? Das Kommentieren, das funktioniert bis, also dieses Video kommt raus am Samstag, den 21. September. Und ihr dürft kommentieren bis Freitag, End of Business, des 27. September. 2024 wohlgemerkt. Das heißt, End of Business bis 23:59 Uhr zähle ich eure Kommentare, weil mein Business läuft rund um die Uhr. Und Freitag, den 27. um 23:59 Uhr, nehme ich den letzten Kommentar hier an. So, die Auslosung und das Gewinnvideo, das wird dann am Sonntag ausgestrahlt werden. Das heißt, ich habe dann einfach den Samstag Zeit, um die Verlosung zu filmen und allem drum und dran. So, jetzt ist aber wirklich Feierabend und jetzt wirklich bis demnächst in diesem Kino.